Hallo und herzlich willkommen zurück zu Divinity Ocean of Sin. Lange habe ich das schon nicht mehr gesagt, fällt mir gerade auf, ich war schon ganz raus. Oh. Jedenfalls ist mir als erstes aufgefallen, als wir wieder zurück auf unsere Karte sind, dass wir ja nicht nur diesen wunderhübschen Baum haben, mit dem wir interagieren können und dessen Höhlenloch wir reinschlüpfen können, sondern dort hinten auch so einen Weg hoch, direkt neben dem Baum. Hast du das schon gesehen, Mathis? Ja. Der da so hoch auf den Blutaltar führt? Wo die Menschenopfer links und rechts liegen? Ja. Wollen wir da erstmal hin? Meinst du, weil es da so kuschelig ist? Ja! Mit dem Schweinehaufen links und rechts? Ja! Bevor wir jetzt in den Baum reingehen. Achso, vielleicht sollten wir. Wir wollten ja auch noch vorher. Ach nee, wie war denn das? Irgendwie war das auch mit dem Wildschwein und seiner Stimme. Mhm. Warte mal. Wir wollten dem Wildschwein vorher seine Stimme geben. Wir haben ja dieses komische Rang der Stimmgebung. Haben wir den schon? Ja, ja. Den habe ich beim letzten Mal hergestellt noch und dann wollten wir den dem Wildschwein geben, das hier irgendwo rumjummt. Rumwildschweinte. Mhm. Im Übrigen können wir auch diesen riesigen Kopf ansprechen. Ja, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Oh, guck mal, was da links ist, noch weiter links. Da sind unsere Freunde. Die Geister vom letzten Mal. Ach, siehste, die hatten wir ja eigentlich gesucht. Ja, eigentlich wollten wir direkt zu denen, um den Hintern zu versohlen, aber ja. Das hat ja nicht ganz... Haben wir vielleicht das Wildschwein beim letzten Mal schon entjungfert? Ich meine, bestimmt? Ja, nicht, weil sonst hätte ich ja... Den Trank nicht mehr. Stimmgebungsscheiß nicht mehr. Wo ist denn das? Ich finde das Wildschwein nicht. Keine Ahnung. Warte mal, hier ist ein verrottender Hügel mit 591 Gold. Okay. Das ist jetzt nicht zwingend das, was ich gesucht habe, aber auch nicht schlecht. Und gut, na, da das Wildschwein ja offensichtlich ausgebuchst ist. Ey, aber das muss doch irgendwo sein. Vielleicht hinter den... Nee. Ich weiß nicht. Ich share es nicht. Jugendlichen Eifer irgendwann haben wir umgebracht? Nee. Nein. Nein, wir haben das ja damit gesprochen. Wollen wir vielleicht erstmal hochgehen? Vielleicht finden wir es ja noch auf dem Rückweg. Dann wollen wir die Geister hier erstmal umkloppen? Erst die Geister, meinst du? Ich würde erstmal oben gucken wollen. Oder? Wie du möchtest. Wie ich möchte. Das klingt doch sehr angenehm. Aber lass mich vielleicht vorgehen. Ja, das klingt tatsächlich nicht allzu dumm. Da oben sitzt Cassandra. Moment. Cassandra. Kennen wir eine Cassandra? Ja, wir hatten von einer Cassandra etwas gehört. Welche ist denn Cassandra? Also ich mag sie offensichtlich nicht. Schließlich sitzt sie auf dem Blutthron der Vergewaltigung. Okay, und spießt Leute hier auf spitzen Steinen auf. Wer war denn Cassandra? Wir haben das zu lange nicht gespielt. Das Spiel geht zu lange, eindeutig. War das die Böse? Ja, irgendeine Böse war das, keine Ahnung. Wir werden einfach mal mit ihr... Nee, das war nicht die Böse. Das ist nicht die Böse, ne? Nein. So, reden wir doch mal kurz mit ihr. Die guckt schon so böse, auch auf dem kleinen Bild. So wahnsinnig. Was sehe ich da? Ein lebendes, atmendes Ding, wie es scheint. Wie könnt ihr es wagen, mir hier entgegenzutreten? Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Tatsächlich haben wir genau darüber gerade gesprochen. Erzählt mir, wer ihr seid. Ah, natürlich! Ja! Da kommt es dann wieder. Ja, genau. Die Schwester des Königs natürlich. Der Geist des Waldes natürlich. Die Mutter des Leichnams natürlich. Die Herrscherin des Todes, natürlich. Ich bin Cassandra, Königin des Geisterwaldes. Und ihr natürlich. Seid an einem Ort, an dem ihr nicht willkommen seid. Sagt, ihr seid die Schwester des Königs. Welchen König meint ihr? Den einzigen König. Brakkos rechts, welches Level hat sie eigentlich? 18, na, 18. Das ist ja süß.
Er herrscht über ganz Rivellon und ich als sein Doppelgänger ebenfalls, nun zumindest eine Zeit lang. Alles, was ihm gehörte, war auch meins und umgekehrt. Es ist nicht verwunderlich, dass ihr noch nie von ihm gehört habt. Er hat mich aus den Geschichtsbüchern verbannt. Ach so, von mir gehört er. Eine Statue, eine Tafel, eine Schriftrolle nach der anderen. Aber irrt nicht, ich bin am Leben. Nicht mehr lange, ne? Seltsam, wie eine Liebe größer als die Götter selbst einen aus der Zeit reißen kann. Aber Zeit hat für mich keine Bedeutung mehr. Nein, Zeit ist etwas, das an mir vorbeizieht. Genauso unbemerkt wie das Licht an einem Paar erblindeter Augen. Sagt, euer Bruder hat euch aus den Geschichtsbüchern verbannt. Warum sollte er sowas tun? Um seine Schwäche zu verstecken. Um seine größten Schandtaten zu verschleiern. Mein Bruder war ein gütiger Herrscher, bevor er zu einem wahnsinnigen Tyrannen wurde, doch sein Verfall ging schnell vonstatten. Mit der Macht, die er gewann, kam auch eine schreckliche Angst vor dem Tod, die ihn Tag und Nacht unaufhörlich plagte. Er postierte hunderte von Wachen vor seinen und meinen Gemächern und blieb dennoch die ganze Nacht wach, weil er sich vor Attentätern fürchtete. Komm. So. Schon bald stellte er fest, dass er sein Risiko verringern musste. Ich, seine Schwester, die mit seiner Seele verbunden war, war gleichzeitig auch seine größte Schwäche, denn mein Tod würde auch ihn in den Tod reißen. Und so suchte er nach einer Möglichkeit, die Verbindung zu lösen. Und hat das getan? Hat eure Seelenverbindung zerbrochen? Mein Bruder ist von der schlauen Sorte. Wenn er etwas in Angriff nimmt, dann ist es schon so gut wie erledigt. Brachos hat, als wir am Leben waren, erkannt, dass die Verbindung nicht zerbrochen werden kann. Aber das hat ihn nicht aufgehalten. Nein, für Brachos war dies nur ein vorübergehendes Problem. Also hat er mich in ein sterbliches Wesen verwandelt. Lebend, gewiss, aber mit dem Tod verheiratet. Ein umherwandelnder Licht, nur halblebendig in der Welt der Lebenden. Wir waren verloren, wir, die wir unser ganzes Leben Hand in Hand gingen. Wir, die wir jeden Gedanken teilten, jede Aufgabe in perfekter Harmonie meisterten. Ich wurde herausgerissen und beiseite geschoben und Brachos, durch seine neue Freiheit bestärkt, herrschte. Aber ich habe nie seinen Verrat vergessen. Nein, ich habe Jahrhunderte damit verbracht, zu suchen, bis ich die perfekte Lösung fand. Hat die Lösung mit den Bergen von Leichen hier links und rechts zu tun? Offensichtlich. Was gibt's Besseres, damit mein Bruder sein eigenes kaltes, grausames Herz hasst, als ihn meine eigenen Qualen spüren zu lassen. Okay. Okay. Du bist ganz schön krass, Mädchen. Ich habe herausgefunden, wie die Seelenverbindung wiederhergestellt werden kann und ich bin entschlossen, unsere Seelen wieder miteinander zu verschmelzen. Die Qual eines Lebens ohne Tod hätte ihn verfolgt, so wie sie mich verfolgt. Den Schmerz, den er mir mit seinem Verrat zugefügt hat, hätte auch er zu spüren bekommen. Will sie ihn unsterblich machen? Aber am Ende fand mein Bruder ein schlimmeres Schicksal, als ich es mir je hätte ersinnen können. Als der Quellenkönig, der er war, wurde Brachos nicht einmal, sondern zweimal geschlagen. Zuerst getötet, dann wiederbelebt, nur um dann erneut besiegt zu werden. Ich könnte mir keine bessere Folter für diesen stolzen Wahnsinnigen ausdenken, als ihn auf dem Höhepunkt seines Triumphes für alle Zeiten in die Hölle zu verbannen. Es freut mich, dass euch die Nachricht über das Schicksal des Bruders glücklich macht, denn ich war es, der Brachos besiegte, als er aus seinem Grab stieg. Mhm. Beides Antworten, die mir nicht wirklich gefallen. Ich finde die erste gar nicht so schlecht. Na dann. Stimmt das? Ihr, ein schwächlicher Sterblicher, hat Brachos Rex seine ewige Krone entrissen? Wie unrühmlich, ja, wie erniedrigend für den sogenannten Herrn des Chaos, von einem Sklaven der Zeit und der Ordnung durchbohrt zu werden. Nicht wahr? Fanden wir auch lustig. Ich denke, Dank ist angebracht. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich euch erlauben, meinen Wald nach Belieben zu erkunden. Das bedeutet aber nicht, dass ich den Gestank eures lebenden Fleisches für immer tragen werde, Sterblicher. Dies ist eine große Ehre. Oh ja, total. Ihr habt also rausgefunden, wie die Seelenverbindung wiederhergestellt werden kann. Ich wäre euch da sehr zu Dank verpflichtet, wenn ihr die Info mit mir teilen könntet. Stimmt das? Und wie kann ich die Schuld eines Sterblichen aufwiegen?
Könnt ihr mehr für mich tun als ein Wildschwein, als ein Wolf dient? Eure Art mir nicht am besten, wenn euer Fleisch verrottet und verwest? Ja, das machen wir auch gerne, wenn du uns noch ein paar Jährchen gibst. Dennoch gibt es die Möglichkeit einer Übereinkunft. Ja, es gibt noch immer eine Schuld, die ich noch nicht in eurer Welt der Lebenden eingetrieben habe. Eine Schuld, die ich sehr gerne beglichen sehen würde. Wenn es um Jahan geht, den können wir dir geben. Nein! Es gibt ein Wesen, ich weiß aber, wen sie meint. Es gibt ein Wesen, dessen alleine Existenz mich beleidigt. Ein Monster, dessen teuflische Fänge und List sowohl das Leben als auch den Tod verspotten. Es lebt als Schatten in der Welt der Lebenden, eine Abscheulichkeit des Lebens, aber vom Tod unberührt. Ihr müsst es zerstören, wenn ihr finden möchtet, wonach ihr sucht. Lasst nichts übrig, außer einem Haufen dreckiger Felle und einem dumm glotzenden blauen Auge. Was? Tötet... Ahu? Den Teufel höchstpersönlich in Katzengestalt? Was? Sprechen wir über den Katzenzauberer Ahu? Er spionierte da, wo er nicht willkommen war. Er nahm, was nicht ihm gehörte. Juwelen, die nur mir alleine gehörten. Äußerst seltene Quellensaphire. Er hat von der Königin gestohlen. Gerechtigkeit muss sein. Tötet den Zauberer. Tötet die Katze. Wenn ich gerecht wurde, werdet ihr eine angemessene Belohnung erhalten. Wir denken nicht einmal darüber nach. Wieso? Nein! So? Nein! Wieso? Ahu ist einer von den Guten. Also erstens, ist das noch nicht abschließend bewiesen? Aber andersrum gibt es keine gegenteilige Beweise, außer von der irren Alten, die auf einem blutigen Thron voller Leichnamen sitzt. Sie hat ja nicht mal gesagt, hätte, dass Ahu einer von der Bösen ist. Naja. Ich sehe nicht ein, warum wir ihn töten sollten. Naja, jetzt gehen wir erstmal nach links und töten da was. Ja. Ja. Schön. Da können wir uns auch einigen. Deine Zustimmung findet, ist das ja schon mal viel wert. Der arme Ahu. Der arme Ahu. Ich höre immer nur der arme Ahu. Ja, Meteoritenregen. Vollkommen zu Recht. Du bist dran. Ich habe mir etwas mehr davon erhofft. Ach, das ist alles gut. Naja. Aber Ahu hat uns von Anfang an geholfen. Ja, vielleicht bloß damit wir seinen eigenen perfiden, unheiligen Zwecken dienen. Hä? Davon hat nie jemand etwas gesagt. Ja, das könnte ja sein. Nein, also ja, könnte es, aber das ist ja totaler Quatsch. Ach so. Du findest also, das ist Quatsch. Ja. Ah, könnte schon sein. Dass es Quatsch ist. Sollen wir dich ein wenig aufpimpen, wenn wir dran sind? Ja. Ja. Ach so. Unbedingt. Siomon ist ja erst wieder morgen dran. Naja, also Jahan zum Beispiel kann mich unsichtbar machen. Damit sie alle auf uns stürmen? Nein, ich bin doch nicht bescheuert. Aber das würde schon viel helfen. Ja, dir. Ja. Bis jetzt erschließt sich mir noch nicht so ganz, was daran so furchtbar sein soll. Ja, dass sie mich angreifen. Ach, das hat doch ja nicht. Und ich das nicht überlebe. Ah, naja, das ist jetzt... Bisschen pessimistisch gedacht, findest du nicht? Nee. Find ich nicht. Na gut, dann halt nicht. Was macht sie denn da? Ah, jetzt. Sie lähmt. Mehr oder minder. Naja, ein Zauberer und ein Bogenschütze sind schon mal gelähmt. Ich finde, das ist viel wert. Ich finde das auch gut. Ich finde es schade, dass der Stier und das Wildschwein sich da außen vor sehen. Das finde ich auch schade. Ja. Können da ruhig mitspielen. Könnten sie. Aber die müssen ja erstmal sich noch in der Wolke bewegen, von daher. Ja. Man könnte...
man könnte. Hatte sich Hildegard hier als so zweckmäßig erwiesen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auch nicht. Was ist denn mit, wie hieß er, Gunnar? Rüdiger! Rüdiger! Kann ich Rüdiger der Eiselementar. Kann ich, glaube ich, gar nicht beschwören gerade. Hä, wo ist denn Rüdiger hin? Ich habe zu viele Zauber. Zuschauer, seht ihr Rüdiger? Ich sehe ihn nicht. Hä, wo ist denn der? Hä, wo ist denn der, die alte Socke? Ach, auf der ersten Seite? Kann ich vielleicht... Ich kann nur ihn treffen. Ich greife den einfach mal an. Es ist natürlich sehr schade, dass du jetzt die Wolke weggemacht hast. Ja, das konnte ich ja nicht ahnen, dass weil da an der Seite so ein bisschen Eis an, vorbeifliegt, da plötzlich die Wolke weggeht. Sie treffen dich nicht mal, was du dich beschwerst. Ja, ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Ja, die sind ja auch zwei Level unter uns, ne? Da ist er wieder rasend vor Wut. Ich bin gespannt. Wie unangenehm. Okay. Also wenn der sich auch auf Bärdotter stürzt. Und angreifen kann er auch noch. Ja. Wie frech. Also der größte Knubbel ist bei Geist. Aber ich glaube nicht, dass du die verstärken brauchst. Also wenn du deines Amtes waltest und hier irgendwie Schaden machst. Reicht das vollkommen. Ja. Ich hab sie sogar noch umgeworfen für dich. Sehr schön. Ja, nur der Stier steht noch. Ja, an den kam ich leider nicht heran. Ja, alles gut. Na, dann ist gut, wenn das alles... Unter mir das Eis noch? Nee. Ah, dem Stier in den Rücken fallen. Rücken. Kannst du ihn einmal von hinten hart kastrieren und dann... Kann ich machen, ja. Sehr gut. Ich wusste, dass dieser Plan klappt. Was? Ja, cool. Yay. Irgendwie hat Bärdotter früher mehr, einfach mehr früher gemacht. War alles besser. Hinfort mit dir, du Hund. Das hat ihn getötet? Ja. Okay. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Okay. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Warum mache ich denn auch immer so wenig Schaden gegen die Biester? Vielleicht haben die irgendwie hohe Elementarresistenzen. Offensichtlich. Ah, sie sind gegen Gift immun. So wie das da stand am Anfang, ne? Wo, wann, wie? So, da fällt mir ein, ich könnte ja erstmal den Wilderer hier wegmachen. Mhm. Der Rest liegt ja noch eine Weile. Hier gerade auf sie geschlagen hat. Sah aus, als würde er... Nebrium ist ganz gut gegen die. Ja. Kritische Treffer auch.
Naja, sie trifft ja automatisch kritisch, wenn ich hinter ihnen stehe. Ja, ja. Aber ist ja trotzdem halt effektiv. Ja, das, kann keiner bestreiten. Nein! Na, oh, Alter! Du hast es nicht so mit Klicken, ne? Nee, diese beschissenen Animationen, weißt du? Ich bin drauf, klicke, in dem Moment beugt er sich nach vorne und streichelt die Blumen und Berdotter latscht dahinter. Ich klicke ja, wenn ich mir unsicher bin, ob ich ihn treffe, auf die Porträts oben, weil die sich nicht bewegen. Es ist schön, Mädchen schlau. Da brauchst du nicht stottern. So, was machen wir denn da? Vor lauter Schreck. Schade, komm ich nie ran. Na dann, ran an die Front. Bescheuert? Ich hoffe mal, das klappt. Alter. Habe ich gerade nur Bärdotter getroffen? Ja. Warum das denn? Kann mir das mal wer erklären? Gar nicht. Ich glaube, damit würde ich sie töten. Was ist denn deine tolle Idee? Ja, ich habe einen relativ guten Feuerzauber, aber wenn ich den da reinschmeiße, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch sie getroffen wird. Weil der irgendwie von allen Leuten abprallt. Das wäre natürlich schön, wenn wir das vermeiden können. Ja, ja, ja. Aber ich heile sie dann erstmal eine Runde. Die ist blockiert. Die ist auch blockiert. Ihre Chakren sind halt blockiert. Boah, ist wie ein Chakra hier. Dahin. War die Musik gerade weg? Hast du eigentlich schon das Bild gesehen von diesem Facebook-Post, was ich dir geschickt habe? Nö. Dass die flache Weltgesellschaft hat Mitglieder auf dem gesamten Globus verteilt. Okay. Über diesen Satz habe ich mich nicht mehr eingekriegt. Das ging gar nicht. Die flache Weltgesellschaft? Ja, die glauben, dass die Erde flach ist und dass das eine große Verschwörungstheorie ist, dass die Erde rund ist. Okay. Ja, ja gut, warum nicht? Davon gibt es momentan relativ viel. Ja, relativ viel ist vermutlich auch wieder übertrieben. Also man sieht von denen relativ viel. Sie sind sehr präsent, könnte man sagen. Wo ist denn Bär dort dahin? Achso, sie ist der brennende Haufen da hinten. Oh, der Feind darf auch mal wieder handeln. Hat er nichts Besseres drauf? Sagte unser zweite Reihe Magus. Hey. Okay. Okay. Das ist nett, dass du auch vorbeikommst. Was genau macht er da? Wenn man das so genau wüsste. Ja. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Weniger gut als erwartet, könnte man sagen. Aber weniger schlimm als befürchtet. Okay, ich hatte gehofft, ihn auch noch zu verlangsamen, aber vielleicht habe ich das nur nicht gesehen.
oder so. Oder so. Könnte ja sein. Möglich ist vieles. Ja, jedenfalls gab es von denen relativ viel, Aufmerksamkeit oder andersrum. Man hat viel von denen gesehen in letzter Zeit. Und da habe ich diesen Post zugesehen, den die wohl verbreitet hatten. Oder einer von den Leuten da geschrieben hatte, die solchen Müll glauben. Und das fand ich sehr witzig. Weil er ja sich selbst widerspricht in diesem Satz. Globus und so. Ja. Weil Globus ja Latein ist für Kugel. Und so. Ja. Fand ich jedenfalls sehr witzig. Ich sehe schon, du bist damit heute nicht irgendwie aus dem Bett zu holen. Nee, so richtig Wind am Ofen vor kriegst du mich mit der Info nicht. Ich bin allerdings auch noch ein bisschen schockiert darüber, dass es Leute gibt, die sowas tatsächlich glauben. Auch. Kann es sein, dass meine komische Wolke, die über diesen ganzen Platz geht und zufällig jede Runde einen Blitzstrahl aussendet auf Leute, immer nur Bert dort trifft? Kann sein, ja. Ich sehe den hier vorne nicht. Im Übrigen. Ja, dann greife entweder den da hinten an oder heil Geist. Oder mach das Feuer da weg. Oder. Ich könnte Geist heilen. Ich bin ein Geistheiler. Ach nee, halt, das war die falsch. Ups. Du bist ein Strategus, ey. Ich war gerade noch abgelenkt. Vom Globus. Das kann ja mal passieren. Hey, alles gut, du. Ja, ja. Jetzt mag er mich nicht mehr. Ja, meine Elementarsachen sind tatsächlich nicht allzu gut gegen die Biester. Nope. Ah, gegen Gift haben sie 100%, gegen Wasser 90%, gegen Feuer 50%, gegen Erde 70%. Ja. Luft ist noch gut. Also würde der Blitz mal treffen. Also die richtigen. La 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 la. So, der letzte. Das war so einfach. Denk mal daran zurück, wie das damals war. Damals. Als die Welt noch jung war, ne? Ja. Schuppenrüstung, nicht identifiziertes Orkschwert. Oh, hier ist dein Gürtel. Das ist ja schön. Der gute Jahan kann einen Gürtel sehr gut gebrauchen. Der gute Sion-Mann kann den mal identifizieren. Der braucht nämlich einen Stufe 5 Lehrmeister. Ja, da bin ich genau der Richtige. Oh, toll. Der kann schmieden plus 1 und Handwerk plus 1. Ach, wie schön. Ich gebe den mal einfach mal wieder weg. Ja, man kann halt nicht alles haben, ne? Was bringt einem denn Ruf? Ruf? Aha. Lehr mich auf, was bringt einem denn Ruf? Ruf verleiht euch einen Bonus darauf, wie andere auf euch reagieren, also ihre Sympathie. Seid ihr berüchtigt oder berühmt? Oder ein Niemand? Ich habe einen Wert von 13. Ist das gut? Weiß ich nicht. Was habe ich denn für einen Ruf? Das weiß ich nicht. Wo steht denn der Ruf? Na, in der Mitte, wenn du deinen Charakter aufrufst. Da gibt es Schaden, Vitalität und darunter Ruf. Ah, ja, Ruf. 14. Wieso hast du 14? Bertha hat 11. Ja, das hat Jahan auch. Jahan auch. Ich habe 14, weil... Also mein Grundwert für Ruf ist 12.
Was? Und ich habe 14, weil ich selbstlos bin. Du bist was? Das glaubst du dir ja selber nicht. Keine Ahnung. Wieso hast du einen Grundwert von 12? Was hast du denn für einen Grundwert? 11. Deswegen hast du einen Punkt mehr als ich. Ich habe nämlich auch plus 2 durch. Wie konnte ich nur darauf kommen, dass da noch was drin sein könnte? Das war ja schon ein bisschen doof. Witzig, ne? Okay, Baum oder Titanenkopf? Was ist denn näher? Oder Ahu umbringen? Nein! Wir können mit Ahu darüber reden. Ist näher. Das würde ich noch vorschlagen. Aber Titanenkopf klingt erstmal gut. Ich weiß nicht, ob wir den von hier unten anquatschen können oder ob wir da hochgehen müssen. Ich rede bereits mit ihm. Oh. Du redest mit einem Titanenkopf? Ja. Er sagt, fix, oder möchtest du? Ah! Xo del Dirigos. Steht bei dir die Übersetzung da? Ja. Ach so. Seid gegrüßt, Wächter. Seid gegrüßt. Sixko Titin Bat Gu. Ah, ihr sprecht die alte Sprache. Wie kann das sein? Du brauchst das nicht übersetzen, die können alle lesen. Und ich habe ein Titanenwörterbuch gefunden. Sixko Titin Yigu Tik. Stu Fockel Riel Fassfass Orm. Ihr sprecht gut, aber ich werde für euch die moderne Sprache verwenden, damit wir uns besser unterhalten können. Ah, vielen Dank für eure Rücksichtnahme. Ich hatte gehofft, ihr könntet mir etwas über die Lichtkönigin Cassandra sagen, die alte Schalampe. Cassandras Geschichte ist tragisch. Sie war einst die Herrin des Reiches, die geliebte Schwester von Bracchus Rex. Sie war seelenverbunden und sie hatte einen Bund miteinander wie keine Sterblichen sonst. Aber je mehr Bracchus Mächte wuchsen, desto mehr entfernte er sich von seiner Schwester. Er begann sie nicht länger als Ergänzung seiner selbst anzusehen, sondern als Last. Wenn sie sterben würde, würde Bracchus mit ihr ins Jenseits gezogen werden. Der mächtige König konnte diesen Gedanken nicht ertragen. Es ist unmöglich, die Seelenverbindung zu zerstören, aber es gibt Wege, schreckliche Wege, um sie zu umgehen. Bracchus, ein sehr fähiger Quellenmagier, entschied sich dazu, sich von Cassandra zu lösen, koste es, was es wolle. Und so verwandelte er sie in einen Lich, halb tot und halb lebendig. Da sie nun nicht mehr sterben konnte, war sie nicht länger eine Gefahr für ihn. Aber ihr Leben war verflucht und sie sehnte sich nach dem Tod, wie die Motten nach dem Licht einer Flamme. Sie verehrte ihn als ihren einzigen Götzen. Sie floh in diese Wälder, wo sie die Einsamkeit finden konnte, in der sie sich ihrem Schicksal ergibt. Hier hält sie am Tode fest wie an einem Leichenhemd und jeder, der dumm genug ist, ihr nahe zu kommen, wird ihr Schicksal teilen. Der hat bis jetzt nichts gesagt, was wir nicht schon wussten. Warum nennt ihr mich Wächter? Seid ihr das etwa nicht? Wir Titanen sind eine alte Rasse, Hüter. Es gibt bestimmte Dinge, an die wir uns langsam wieder erinnern. Gibt es eine Möglichkeit, diese Cassandra zu besiegen? Ein Lich ist ein Lich ist ein Lich, Wächter. Verbrennt seine Knochen und er wird verwundbar. Die Schwierigkeit liegt darin, diese Knochen zu finden, da ihr Aufbewahrungsort das bestgehütete Geheimnis eines Lichs ist. Ihr Körper ruht im Tempel der Toten, den nur Leichen betreten können. Ihre Knochen sind dort versteckt. Aber wer genau sucht, wird sie sicher finden. Hey, die hatten wir doch schon gefunden. Ja. Wir müssen sie noch verbrennen. Ja. Wollen wir nicht erstmal Ahu umbringen? Nein! Was hat Ahu je für uns getan? Alles! Aber die Belohnung. Wir könnten nachher. Welche Ahu Belohnung? Umbringen. Cassandras Belohnung abgreifen. Welche Belohnung? Und dann Cassandra umgreifen. Sie hat uns eine Belohnung versprochen. Nein, sie hat uns Ahu nur umbringen. Versprochen, dass sie uns sagt, wie man eine Seelenverbindung wiederherstellt. Ja, das ist ja auch eine Information. Die kein Schwein braucht.
Wieso? Damit könnten wir die Seelenverbindung zwischen der bösen Endbossin und der weißen Hexe wiederherstellen. Die nicht gebrochen ist. Stimmt. Warum bringen wir die weiße Hexe nicht um? Das haben wir Das schon würde viele mehrmals Sachen vorgeschlagen. entkomplizieren. Die Idee hatten wir schon. Wir sind Stufe 20. Let's go for it. Nein. Wir gehen jetzt erstmal, warte mal, wir gehen jetzt erstmal in diesen, in diesen, in diesen. Hier hin? Nee, halt, das war das Falsche, oder? Nee, der Tempel des Todes endete doch? Nee, das war ein anderes. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon richtig hier. Ja? Hier sind wir nämlich beim Alchemisten. Und da Ja. oben liegen die Knochen. Ja, thy friend returns, ne? Das ist doch eine großartige Sache. Pass auf. Wo siehst du? Aber das sehen wir alles erst in der nächsten Folge, sehe ich gerade. Wir sind schon ein wenig über der Zeit. Tatsächlich ausnahmsweise nur ein wenig. Und wir sehen uns dann. Bis dahin, ciao.